Ich erinnere mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich bin 6 und stehe auf dem Startblock eines Hallenbades. Ich trage einen grün-gelb-rot gemusterten Badeanzug und eine fesche gelbe Badekappe, klappere vor Kälte mit den Zähnen und verpasse an diesem Nachmittag schon wieder meine Lieblingszeichentrickserie. Aber alles hat seinen Preis. Ich will unbedingt mein Seepferdchen. Unseren französischen Zuschauern sei hier gesagt, dass ich mir kein exotisches Haustier zulegen will. Nein, ein Seepferdchen ist ein deutsches Abzeichen für Frühschwimmer und soll Kindern im Grundschulalter ein sicheres Bade- und Schwimmvergnügen bescheren. Sprich, mit dem Seepferdchen in der Tasche gilt man noch nicht als guter Schwimmer, aber man ist auf einem guten Weg dorthin. Um es zu bekommen, muss man vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen und einen Gegenstand, meist einen Gummiring, aus schultertiefem Wasser herausholen. Zur offiziellen Urkunde gibt es den totschicken, orangefarbenen Seepferdchenaufnäher. Den hat mir meine Mutter damals gleich auf meinen Turnbeutel aufnähen müssen. Ich war stolz wie Oscar. Und in Frankreich? Tja, da gab es lange gar kein einheitliches Abzeichen. Bis 2015 tummelten sich Delfine, Seesterne, Wale, Enten, Pinguine, Meeresgötter, Kaulquappen und Piraten im Pool der Schwimmabzeichen und Diplome. Auch der Schwimmschein Brevet de Natation konnte erworben werden. Erst 2015 wurde diesem Chaos ein Ende gesetzt. Seitdem gibt es den Sauvenage der Nationalen Französischen Schwimmvereinigung Fédération Française de Natation und den Savoir Nager in Schulen. Schon erstaunlich, dass im zentralisierten Frankreich so ein Durcheinander herrschte und im föderalistischen Deutschland seit 40 Jahren ein einziges Abzeichen Bestand hat. Und sein Erfolg ist ungebrochen. 2015 wurden 60.000 Seepferdchen vergeben. Ein Viertel mehr als im Vorjahr. Und das, obwohl Seepferdchen als die langsamsten Fische der Welt gelten. Oder vielleicht gerade deshalb?